Hi zusammen, ich hoffe es geht euch gut. Ich habe heute ein Bastelhaul für euch. Und zwar habe ich die letzten Wochen ein bisschen was geshoppt und ich hoffe das Licht ist noch jetzt einigermaßen gut. Es ist zwar erst 15 Uhr, aber schon wieder so dunkel und meine Kamera wird dann nicht immer richtig scharf manchmal. Und das finde ich einfach ein bisschen lästig und ich habe dann noch keine gute Lösung gefunden, weil meine Tageslichtleuchte ist noch zu krass, also viel zu überstrahlt und die normalen Lampen sind einfach viel zu gelb. Und ja, da muss ich mich echt die nächsten Wochen mal drüber Gedanken machen, wie ich das am besten mache, weil ich habe eigentlich keine Lust, irgendwie nachher eingeschränkt zu sein. Ich bin jetzt schon eingeschränkt von der Zeit und wenn ich dann nicht mal eben abends Video drehen kann oder so oder am Nachmittag, weil ich bin ja nachmittags eigentlich immer da, ich kann nicht morgens um 6 Videos drehen, das wollt ihr nicht sehen. Ja, deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt in den Griff kriege, damit ich euch ganz, ganz, ganz viele Videos, die ich auf der Liste habe, endlich machen kann, weil es im Moment so schwierig ist. Die Bauarbeiter, dann ist wieder das Licht nicht schön, dann ist wieder keine Zeit. Es ist einfach im Moment sehr, sehr blöd. Ja, aber jetzt komme ich zum Haul. Und zwar habe ich gebastelt, wollte ich schon sagen. Ich habe geshoppt und ich habe ganz gut verdient diesen Monat. Vom letzten Monat kam noch ein bisschen was drauf und da habe ich gedacht, so jetzt geht's los, jetzt werde ich mir ein paar Sachen kaufen, die ich unbedingt haben möchte und brauche oder auch nicht. Und ich habe auch letzten Monat schon ein bisschen was geholt, das kommt damit zu. Und ich zeige euch jetzt mal, ich fange an mit meinem Teddy-Haul. Da kann ich euch zeigen, da habe ich eigentlich nicht viel geshoppt, weil die nicht so viel da hatten. Ich habe mir wieder Fläschchen gekauft bei Teddy. Das sind diese kleinen Glasfläschchen. Für 1,50 Euro im Achterpack kommen die. Und ja, Fläschchen brauche ich eigentlich immer und deswegen habe ich die nochmal mitgenommen. Dann habe ich mich entschieden für 1 Euro für so schwarze Haarklemmen. Da habe ich gerne mal das Silikon drauf gemacht und dann denke ich mal, werde ich dieses Mal auch wieder sowas machen. Und ich habe noch ein paar andere Sachen. Ich wollte noch so, ich habe früher mal Aschebällchen drauf gemacht und die wollte ich jetzt wieder drauf machen. Dann habe ich endlich in meinem Teddy Canes gefunden und zwar am Stück. Die haben mehrere Sorten gehabt, einmal Früchte, einmal, ich glaube, Herzen und so, was mir die Nina schon mal geschickt hatte im Päckchen. Und diesmal habe ich mich für Blumen entschieden, habe mir die Blumen mitgenommen, weil ich selber einfach ganz wenig Blumen habe. Und ich dachte mir, vielleicht kann ich die auch nochmal für irgendwas einbinden oder verwenden. Dann war ich im Panduro. Panduro ist ja bei uns hier in Hamburg noch das zweite Bastelgeschäft neben Idee. Und da habe ich einen 20% Gutschein gehabt von der Kreativmesse damals und habe mich halt entschieden, den nochmal einzulösen vor entfällt Ende September und habe mich dann entschieden für ein paar Sachen und die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und zwar waren das unter anderem diese zwei Glasfläschchen, die so bauchig sind, die habe ich selten irgendwo gesehen und ich habe die da mal hängen sehen und die sind zwar teuer, ich glaube 3,85 oder so, aber ich dachte, mit den 20% kann ich die mir mal kaufen. Die finde ich auf jeden Fall toll und wollte da mal so was Besonderes mitmachen für mich selber, mal ein bisschen rumprobieren. Dann habe ich mich entschieden für so ein grünes Schleifenband, so ein Saturnband mit Punkten drauf. Das fand ich einfach schön und habe mir vorgestellt, dass das vielleicht für so Sommersachen oder ja, Frühlingssachen jetzt wohl eher dann nachher an Ketten gut aussehen könnte. Dann habe ich mich entschieden für Knopfaugen. Ich wollte unbedingt Knopfaugen haben. Leider sind da so wenig drin. Ich muss mal gucken, ob ich die übers Internet mehr bekomme. Aber ich wollte erstmal damit rumprobieren. Da sind 6 Stück drin, also für ein Tier 2 Stück. Also kriege ich 3 raus, logischerweise. Die sind komplett schwarz und haben hinten aber so ein Loch drin, dass man sie so einnähen kann. Und da ich ja jetzt Vlies gekauft habe auf dem Stoffmarkt, werde ich die mal für die Mami Gomas nutzen und will mir das mal anschauen, wie das aussieht. Dann habe ich mir einen Tilda-Stoff gegönnt. Tilda-Stoffe sind, wer sie kennt, sehr, sehr teuer, sehr hochwertig, sehr weich. Und das ist jetzt 50×70 und das ist so ein Mintgrün mit tollen rosa Blüten drauf und mit so Ornamenten. Und ja, der hat jetzt 6,99 € gekostet. Also ein Meter kostet schon 15 Euro irgendwas. Das ist nicht gerade günstig, aber die sind einfach wunderschön. Und ich will ein bisschen rumprobieren, ein bisschen nähen. Ich kann es noch nicht so gut und will mir für mich selber vielleicht mal eine Handytasche nähen oder eine Kulturtasche oder irgendwas anderes. Ich nutze die auch immer gerne für Bücher einschlagen, für mein Skizzenbuch zum Einschlagen, weil es einfach hübsch aussieht. Oder ihr könnt mal gucken, so kleine Reste sind immer schön für so Bastelsachen, so wie mein Bonbonglas, mein Do-It-Yourself. Das kann ich euch auch nochmal in die Infobox verlinken, wenn ihr es noch nicht kennt. Ja, dann habe ich mich entschieden für die Fimo-Strukturplatten. Die hatten sie jetzt endlich im Sortiment aufgenommen. Und ich habe mich entschieden für Barock und Jugendstil. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier im Licht. Das ist so, ja, so Ornamente. Die anderen Sachen waren noch nicht so meins und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, also habe ich das mitgenommen. Es hat da 7,99 € gekostet und war bis jetzt günstiger als in jedem anderen Shop. Also deswegen habe ich mal gesagt, okay,
Mit 20%. Also hätte ich es bei Lenard bestellt, wäre es auch nicht günstiger gewesen mit Versand und so weiter. Und ich dachte, wegen des Gutscheins kann man es mal machen. Die klemmt ihr zwischen diese Nudelmaschine oder man geht mit dem Acrylroller drauf und dann hat man das Muster im Fimo. Also ich werde das auf jeden Fall mit euch ausprobieren und dann schauen wir einfach mal. Ja. Die Bauarbeiter beobachten mich. Ja, was macht die denn da? Die sitzt vor der Kamera. Ist ja komisch. Ja. Und jetzt seht ihr, dass ich voll rot werde, aber egal. So, das war mein Panduro und mein Teddy. So, und dann habe ich beim Idee Schleifenband mitgenommen. Es war so Bordüre. Ich hole die jetzt nicht unbedingt raus, so Stoffbordüren. Die wollte ich für. Ich hatte eine Idee mit Streichholzschachteln da so Geldgeschenke draus zu machen. Ich werde das jetzt ausprobieren und wenn das richtig gut aussieht, werde ich das auch mal zu teuer machen, weil es eigentlich eine ganz süße Idee ist jetzt für Weihnachten und ich wollte halt, oder für Nikolaus, und ich wollte es halt mit Fimo einbinden. Und deswegen habe ich mir die gekauft zu verzieren und werden wir mal gucken, was wir daraus machen. So, dann war ich ja mit meiner Freundin Carmen auf dem Unilever-Markt am Anfang Oktober und wir haben da gestanden und dann waren auch die Mädels vom Washi-Stand da, die ich kannte vom Kreativmesse. Und es war natürlich wieder Schnack, Schnack, Schnack und hier und da und dann sah ich natürlich wieder, ich musste kaufen. Also habe ich mich entschieden für das Washi-Tape mit den lila Punkten. Das ist wunderschön. Und die ganz neu in ihrem Sortiment, das Washi-Tape mit den Katzen. Da konnte ich echt nicht anders. Oh, Katzen. Ja, wenn ihr das jetzt nicht so richtig seht in der Kamera, dann werde ich euch nochmal von einem Foto einblenden, wie sie aufgeklebt aussieht. Ich weiß, Washi-Tape-Video folgt. Und dann hoffe ich auch, dass ich alles gebastelt habe, dass ihr seht, was man damit machen kann. Ja, dann habe ich spontan was entdeckt in einem Online-Shop und zwar auf Davanda. Aber ich muss euch erstmal die Vorgeschichte erzählen dazu, wie es dazu kam. Ich habe ein Video, ich habe abends Videos geguckt von den ganzen Amerikaner-Mädels und da war ein Mädchen dabei, die hat ein ganz einfaches Eistutorial gemacht und die hatte dieses Waffelmuster benutzt. Und ich habe gedacht, verdammt, dir fehlt immer noch irgendwas für dieses blödes Waffelmuster. Alles, was du ausprobierst, sieht einfach blöd aus. Und habe ich gesehen, die hat so eine Schablone benutzt. Und die hat so eine Plastikschablone benutzt und hatte dann unten in der Infobox verlinkt, dass es von Markins wäre, Markins Polymer Clay. Und da bin ich auf die Seite gegangen und da war ein Shop in Singapur. Und dieser Shop in Singapur, da habe ich mich durchgeblättert und ich hatte mich in sämtliche Sachen verliebt. Und dann sah ich die Shippinggebühr und dachte, ja, $50 für ein halbes Kilo, nee. Da habe ich dann gesagt, okay, nee, das muss nicht sein, das ist viel, viel zu teuer. Dann habe ich rumgegoogelt und gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt. Also ihr fragt mich immer, wo ich irgendwas finde. Leute, ich google auch wie eine Blöde und zwar manchmal echt stundenlang. Und ihr müsst auch alles eingeben, was ihr irgendwie, was euch in den Kopf kommt, was irgendwie damit zu tun hat. Und dann habe ich einen Davanda-Shop entdeckt, wo es sie gab. Und diese ganz liebe Person hat diesen, hat die auch recht günstig angeboten. Ich habe jetzt 3 Stück für 12 Euro inklusive Porto ergattert. Das ist wirklich günstig. Die sollten in dem anderen Shop 9 Singapur-Dollar kosten. Das ist umgerechnet um die 5, 6 Euro. Die hat sie irgendwie für 3,50 angeboten. Super günstig. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob sie es im Standardsortiment hat oder ob sie es jetzt nur so loswerden wollte. Wenn ich das weiß, dann kann ich euch den Shop verlinken. Wenn ich das noch nicht weiß, dann wäre es jetzt doof, weil sie hat in ihrem Shop sonst eigentlich wenig was mit Fimo zu tun hat. So, und da habe ich mich entschieden. Es gibt 5 verschiedene Strukturplattenarten. In einer Packung sind 4 Stück drin. Und ich habe mich entschieden für das Wichtigste. Einmal für Gitter, also für Waffelmuster, Streifen, Schachbrett und Dots, also Tupfen. So sieht das aus. Und hinten drauf seht ihr dann nochmal die anderen Muster. Und ja, dann ich mich beobachtet. Egal. Dann habe ich mich entschieden für Schuppen, für Schneeflocken, Holzstich und Sterne. Und ich habe mich entschieden für Waben, Ösen, Spitze und Webmuster. In den anderen beiden Packungen waren jetzt nicht wirklich Sachen drin, wo ich sage, das vermisse ich, weil die hatte sie auch nicht im Shop. Also höchstens Sand, als allem war jetzt so Wellen, Kieselsteine, Ziegel, Pelz, Pullover, Diamant und Bart. Das fand ich jetzt alles nicht so. Deswegen bin ich froh, dass ich die habe und damit bin ich glücklich. Und am glücklichsten bin ich halt mit der Packung. Also die Strukturplatten werde ich mit euch alles mal ausprobieren und dann werde ich euch das sagen, ob ich sie empfehlen kann oder nicht. Und dann werde ich euch auch nochmal gucken, wenn sie wieder im Shop sind, werde ich sie euch darunter dann auch verlinken.
So, dann habe ich bei Amazon mir noch Bücher gekauft. Ich wollte unbedingt endlich mal zwei ganz bestimmte Bücher haben und habe mich entschieden, einmal für das Steampunkery Polymer Clay Buch. Das kostet normalerweise 14 Dollar. Ich habe jetzt ungefähr auch 15 Euro, 12 Euro bezahlt, irgendwas in der Richtung. Über Amazon, das ist aus England, das ist natürlich in Englisch, aber die Sachen, die hier drin sind, sind wunderschön und die Anleitungen sehen eigentlich nicht wirklich schwierig aus. Das ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig, was hier drin ist. Es ist unglaublich detailliert und ich werde es auf jeden Fall in meinen Semesterferien zu Weihnachten ausprobieren, also darauf freue ich mich riesig. Das wird bestimmt richtig toll. Ja, und dann habe ich mich entschieden für ein Buch, was ich ewig haben wollte und das ist The Cookbook von The Polymer Clay. Das sind zwei Schwestern aus New York, die das Buch gemacht haben und die machen wunderschöne Sachen, sehr viel Miniatur und sehr viele Canes, also Früchte-Sachen sind drin. Ist natürlich auch auf Englisch, es hat mich jetzt auch um die 10 Euro gekostet, es kostet normalerweise 16 Dollar. Ich habe das ein bisschen günstiger gekriegt, weil wenn man bei Amazon ein bisschen hin und her guckt, kriegt man mal irgendwo was günstiger. Und da sind wirklich tolle, einfache Anleitungen drin und Beschreibungen und was man alles so verwenden kann. Und ja, das werde ich mich mal so durcharbeiten und so ein bisschen schauen, wie mir das gefällt. Ne? Und dann schauen wir mal, ob ich das euch auch empfehlen kann oder nicht. Aber es sind schon auf jeden Fall ein paar nette Tipps drin, die ich vielleicht auch für euch weitergeben kann, wenn ihr es nicht habt oder nicht bekommt oder ihr kein Englisch könnt. Dann versuche ich das mal so ein bisschen vielleicht zu übersetzen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das ganz gut findet, wenn ich mal so ein Tutorial aus so einem Buch mache, ob das einfach geht oder nicht, ob das gut beschrieben war. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Müsst ihr mir das einfach mal sagen. Jetzt kommt noch ein bisschen Sonne raus, ist schon so dunkel. So, jetzt komme ich als letztes nochmal zu meinem Stoffhaul, weil wir waren am Samstag auf dem Stoffmarkt hier in Hamburg. Und ja, ich habe hier, das mache ich jetzt nicht wirklich auf, weil es so schön verstaut ist, ihr könnt es hoffentlich sehen, rosanes Vlies, hellblaues Vlies und graues Vlies. Daraus werde ich kleine Mami-Oma-Robben nähen und einen Totoro werde ich nähen und ja, was mir noch so alles einfällt. Ich habe jetzt 3 Meter verschiedene Stoffe. Weiß habe ich schon, den habe ich mir mal schon vorher gekauft gehabt und jetzt werde ich hoffentlich mich demnächst dran setzen und mal statt aus Filz werde ich sie jetzt mal aus Vlies versuchen. So, dann habe ich ganz viel hier noch in meiner Tüte. Ich fange mal mit dem kleinsten an. Das ist hier einmal so eine lilane Bordüre, die fand ich richtig, richtig süß mit Punkten. Sowas macht sich immer ganz toll, wenn ihr irgendwas habt, wie auch ein Buch, wenn ihr eingeschlafen, wenn ihr einfach so als Bordüre drüber macht. Oder auf einer Handytasche oder sowas. Also ich bin mal, ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich habe einfach mitgenommen, was mir so gefiel und wo ich überlegt habe, da kann ich was draus machen. Dann habe ich mich entschieden für diese zwei Bordüren. Einmal so mit Kirschen und Erdbeeren drauf und einmal so mit rosa Punkten. Fand ich auch richtig niedlich. Und einmal bei dem stand noch so eine Borte aus mit Cupcakes. Lila Cupcakes. So, dann habe ich mich entschieden für so einen Jersey-Stoff. Fand ich richtig schön mit so Streifen drauf. Das kann ich mir vielleicht ganz gut vorstellen als Oberteil oder vielleicht auch als Teil von einem Loopschal. Da werde ich mir nochmal überlegen. Dann habe ich mich in einen Stoff verliebt. Da habe ich erstmal nur einen halben Meter von genommen, weil es war schon teuer genug. Und zwar dieser Cupcake-Stoff. Der ist der Oberhammer. Also wunderschön. Gab es noch in grün und gab es noch in beige, aber ich fand ihn in rosa einfach umso passender. Und der ist recht dünn. Ich denke mal, ich habe eigentlich Lust, mir daraus für den Sommer so ein Dreieckstuch zu nähen mit dem anderen rosanen, was ich dahinter machen würde. Oder einen richtig schönen Shopper. Also da muss ich mir nochmal ein Schnittmuster raussuchen, weil ich bin ja nicht die Nähbegabte. So, und dann habe ich mich für so einen Jersey-Stoff, so einen Eulenstoff entschieden. Den fand ich auch richtig niedlich. Und gab es auch in verschiedenen Farben, aber in diesem Mintgrün ist gerade so mein Ding. Und den kann ich mir auch richtig gut vorstellen als Loopschalen auf der Rückseite. Da kriege ich von meiner Freundin Carmen noch, da hat sie gekauft und sie gibt mir den Rest ab. So einen ganz weichen Plüsch, den man so flauschig dahinter machen könnte. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Da habe ich noch ein paar Reste geshoppt, weil manchmal hat man Glück, so ein paar Reste zu finden. Es ist nicht immer alles günstig, aber sowas ist auch selten, das kriegt man selten. Und das ist so ein London-Stück, wirklich mini. Aber ich dachte mir, das könnte man so als Highlight auf irgendein Täschchen machen oder, ja, ich weiß es noch nicht, irgendwas ganz Besonderes damit machen. Und ich finde es super süß, ich bin ja absoluter London-Freak und London-Fan und mit dem Bus und der Flagge und der Krone musste ich haben. Da habe ich mich noch für so einen Stoffrest entschieden. Erdbeeren. Erdbeeren. Oh, ich liebe die einfach nur. Und ich finde den total süß. Kann ich mir auch ein richtig niedliches kleines Handytäschchen vorstellen.
Und dann habe ich mir noch geholt so ein Stück hier. Da sind so kleine Dollys drauf, die mich total erinnert an Marions Dollys. Und die sind einfach nur niedlich und da ist so Paris drauf und ach, ist einfach Zucker. Ich habe eine Menge Stoff. Ich weiß noch nicht, was ich mit allem anfangen kann, aber haben, ne? So, und dann habe ich mich noch entschieden für so einen grün-roten Stoff mit verschiedenen Mustern drauf und für so einen lila-farbenen. So, ja. Das war es auch schon. Das ist auch schon mehr als genug. Es gab dann noch so einen Stand, da habe ich so ein Kärtchen mitgenommen. Der hatte ganz viele japanische Stoffe. Oh, mit Katzen und Eiffeltürme drauf und Geishas und Japano-Muster und oh, Kawaii. Oh. Aber der Meter sollte 18 Euro kosten und das konnte ich mir dann doch nicht leisten. Aber die ist jedes Jahr da und dann werde ich ein bisschen sparen und dann werde ich mir mal so einen halben Meter oder so von ein, zwei Stoffen dann irgendwann mal gönnen und kaufe mir dann nichts von den anderen günstigen, weil die habe ich ja dann. Ne? So, das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren ein paar Dinge dabei, die euch interessiert haben. Wenn ihr Fragen habt, immer unten in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und tschüss!